Let's Play Mass Effect Folge Nummer 8, glaube ich jetzt. Wir müssen ins Büro von, war noch jemand, mit dem ich reden konnte? Geschäftsmann? Rafael Vargas? Kann ich Ihnen helfen? Nein. Ich weiß jetzt wieder nicht mehr, wo es ins Büro ging. Ich hoffe jetzt einmal, das war irgendwo dann hier rum. Hier rum, da rum, so rum. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Loveria. Verschwinden Sie. Blablabla. Starte manuelle Überbrückung. Ah! Scheiße. Sicherheitsloks, nicht autorisierte Übertragung. Ich weiß nicht, ob Sie dies hier empfangen können, Doktor, aber Sie müssen sich so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unserer Organisation ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. SyncQ Sicherheit deaktiviert. Ah. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Was mit dem vielleicht auch noch zu tun bekommen? Ich kann Sie nicht reinlassen. Sie können gern im Café Platz nehmen. Fahrstuhl zum Hotel, da muss ich wohl dann... Muss ich da hin? Schweißet nicht. Vielleicht gibt es da unten dann noch einen zweiten Fahrstuhl oder so. Mal gucken. Ah, Fahrstuhl zu SyncQ. Ja. Ach genau, der war bei der Garage da rum, richtig. Na, das gibt Ärger. Stehen bleiben. Handschuhe Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Ah, da kann ich noch nicht auswählen. Ich gehe jetzt da rein und möchte Sie nicht verletzen. Warum verschwinden Sie nicht einfach? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Wollen Sie Ärger machen? Ah, das sind jetzt die Biotik-Fähigkeiten von Lyra. Die sind ziemlich cool. Mittelschwer Mensch, schwer, schwer, schwer Mensch. Okay. Mal kurz gucken, ob da was Besseres dabei ist, als das, was ich hab. Nö.
Na, wo ist er? Alles nehmen. Trentenadministrator Anulais. Ein Mann namens Garrett sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Das war noch nicht das Terminal gewesen, glaube ich. Schauen wir mal, ob da was Besseres dabei ist jetzt. 100, nein. Nehmen wir mal die mit. Oh ja. Und das ist gleich. Haben wir Granatenmods? Nein, auch noch nicht. Okay. So, wer hat jetzt da gerade stirb gesagt? Wo war denn das jetzt? Hä? Ah, da geht's irgendwo hoch. So, stirb doch selber. Sicherer Wandsafe. Da muss doch jetzt was Schönes dabei sein. Lori Quinns Computer. Da hätte man das geschafft. Ah, aber da vorne wartet schon wieder jemand. Ach, guck an, Blondie. So schließt sich der Kreis. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehr Fürsorge Elanus. Anulais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Ich muss meine Mission beenden. Und tat, was ich tun musste. Ist mir egal. Mach's gut. So, was haben wir denn hier noch? Nochmal ein Safe, okay. Ah. Wieder Upgrades. Granaten-Upgrade, Rüstungs-Upgrade. So, Granaten-Upgrade haben wir hier. Ich mag das hier. Giftsiegel, Panzerungsplatten, 7% Schadensschutz. Oh. Ich nehme mal das mit den Schilden. Schilde sind immer gut.
Und hier verbessertes Visier. Max Prädition. Präzision, Herrschaft. Ich kann immer labern heute. Und Schildumgebung. Organische Ziele. Waffenwirkung. Giftschaden klingt doch nice. Was habe ich eigentlich hier drin? Giftschaden gegen synthetische Ziele. Ich nehme auch hier das Giftschaden. Zusätzlicher Schaden ist immer. Ist immer geil. Mache ich fertig. Der hat jetzt eigentlich gesagt, dich mache ich fertig. Das ging ja schnell. Ich erinnere mich, wo ich das letzte Mal gespielt habe, da war das alles. Da fand ich mich hier auf dem Raumhafen überhaupt nicht zurecht. Bin da rumgeirrt. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolés Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut. Damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Okay. Was hat sie denn jetzt? Ist sie nicht nur eigentlich eine Sekretärin? Lori Keen, und wo ist sie? Da steht sie ja. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Aha. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolés Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Alles klar, Honeyball. Anolés hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Ach, du hättest doch jetzt einfach hier warten können. Muss ich nicht wieder so weit rennen. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolés aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anolés Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolés. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Außerdem, den Anolés jetzt am Arsch zu sehen, das wird mir ein Genuss sein. Blöder Sack.
So, ich hoffe mal, dass ich jetzt wieder da runter muss. Zum Korruptionshans. Ah ja, doch. Jetzt dachte ich schon. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Haha! Ja, ja, gehen Sie! Sie, Shepard! Ich möchte, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Ich weiß jetzt gar nicht, den Namen muss ich mir mal merken. Vielleicht trifft man die ja sogar nochmal. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen auf Sprechen. Schmeicheln. Gut, dann können wir ja jetzt mit dem blöden Auto wieder losfahren. Denn der Berg ruft. Oh, ups. Ups. Hehe, war keine Absicht, dass die Granate jetzt hochgeht. Entschuldigung. Bist denn du? Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn Sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für Sie tun? Nix. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Na, wie geht's? Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Ah, ist überhitzt. Scheiß Springdepp. Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Die Geht haben uns angegriffen, wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Ja, wahrscheinlich. So, das sieht mir eigentlich wie ein Panzer aus. Warum kann ich mit dem nicht fahren?
Aber wir kriegen wieder hier so ein Marco. Muss ich da jetzt aufmachen? Ah, es geht automatisch. Okay. Gefahrenstufe 1. Ich glaube, dieses Fahrzeug ist auch nur in dem ersten Teil vorhanden. In den anderen Teilen gibt es gar nicht mehr. Bin ich jetzt auch gar nicht so böse drum. Avenger 3, Schwermensch, Assassin 3. So, wie ist das da? Besser. Wund übertragen, yes. Ah, sieht doch ganz nett aus. Und was war das jetzt? Avenger 3, Avenger 2. Oh. Auch schön. Und auch übertragen. Yes, please. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Oh, Geschützturm. Oh Mann, ich treffe sie nicht von hier aus. Oh, ehrlich. Verdammte Raketensäcke. Und ich fress fast mein Mikrofon. Was ist denn? Oh. Ging immer näher am Monitor ran, war immer näher am Mikrofon jetzt. Wie genau repariere ich denn hier? Ich war noch ein bisschen näher ran. Mal schauen, ob sich das wieder so lohnt wie die letzte Kiste. Da haben wir nochmal eine Avenger 3 drin. Da können wir jetzt mal die Kollegen auch noch ausrüsten. Das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht gemacht. Und Präzisionsgewehr. Das konnte ich auf jeden Fall auf für mich wahrscheinlich nochmal brauchen. Oh ja. So, Liara, was hast du denn? Hitze absorbieren und du kriegst es rein, wurscht. Du kriegst die Striker-Pistole. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Und Rüstung haben wir auch nichts. Garrus. Garrus hat 120. Der kriegt diese hier.
kriegt das rein und schaut gegen organische Ziele, dann haben wir das auch bei ihm. Und er kriegt noch eine neue Sniper und Rüstung kann ich auch keine. Okay. Also repariert sich so nach und nach selber jetzt gerade, okay. Ich dachte, das kann man auch irgendwie auslösen oder so. Da vorne kommen bestimmt gleich nochmal welche. Oder? Zumindest sehe ich da was. Ach, da ist wieder so ein scheiß Turm. Und ich fahr natürlich voll rein. Und wieder ein Level up. So, erweiterter Overkill. Ich hoffe, das aktualisiert das automatisch, was ich auf der Schnellleiste habe. Ich sollte mittendrin mal speichern. Bevor wieder irgendein Blödsinn passiert. Die vielleicht irgendwo da runterfallen und nie wieder hochkommen und dann wieder von ganz von vorne anfangen muss. Ach, wieder ein Turm. Schon wieder einer. Wie die Türme so schnell hier aufgebaut haben. Oder stehen die hier schon länger? Ah, dann sind wir ja endlich da. Habe ich die jetzt eigentlich ausgerüstet, die richtige? Ja. Und tschüss. Ey, das wackelt wie ein Kuhschwanz. Ich hab Liara erschossen. Ja, Garrus, du machst halt nix. Der steht da und lässt sich da abballern da unten. Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent.
Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Okay, aber ich... die Reaktoren wieder einschalten. Aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge von Mass Effect. Bis dann.